InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Feierlich eröffnet wurde das in Mernbach errichtete à la carte Lokal Christians. Das entlang der Hauptstraße von Mernbach Richtung Altheim, beziehungsweise vor der Abzweigung Richtung Gurten gelegene neue gastronomische Highlight, war schon seit geraumer Zeit im Gespräch. Christian Pumberger von der gleichnamigen Gebäudetechnikfirma und Geschäftsführer Manfred Rumpel haben mit dem Weinwerk eine neue gastronomische Klasse im Innviertel geschaffen. Im Hintergrund sieht man bereits die ersten Gäste hier kommen. Mit welcher Spannung, ist ja doch ein großes Investment, erwartet man das hier? Ja, Spannung haben wir jetzt nicht. Wir wissen, auf was wir sich eingelassen haben. Wir sind da in der Region einzigartig und darum sehen wir dem Event da auch sehr gelassen entgegen. Ja, die Gäste generell, wenn das ganze Weinwerk fertig ist, wird eine rundum Weinerlebniswelt. Sprich, wir haben einen Veranstaltungsraum, ein 4D-Kino, eine Schaukellerei und natürlich unsere Gastronomie, wo wir regionale Produkte verkochen auf gehobenem Niveau. Direkt neben dem Gastroobjekt befinden sich die Rebstöcke der Innviertler Weinsorten Christian. Wie kommt dieser Wein an aus dem Innviertler? Unser Wein kommt sehr gut an. Mittlerweile gibt es uns ja schon seit 2017. Die Bekanntheit wächst stetig und die Gruppe der Feinschmecker, die unseren Wein schätzen, auch. Für die Rebenliebhaber, welche Rebe handelt es sich? Hier in Mernbach am Betriebsstandort haben wir zwei verschiedene Rebsorten. Das ist der gelbe Muscatella und der Chardonnay. Weiters gibt es noch den grünen Veltliner und den Sauvignon Blanc in unserem Sortiment. Am ersten Eröffnungstag kamen vor allem die zahlreichen Professionisten, die mit der Errichtung des mehrteiligen Komplexes beauftragt worden waren. Die zahlreichen Gäste zeigten sich durchaus begeistert. Es ist wunderbar, es ist ein Traumwein, ich bin das erste Mal da. Die Firma Pumberger ist eine große Kundschaft von uns und wir freuen uns, dass wir so sein dürfen. Es ist tipptopp. Welche Biere gibt es da aus Ried für ihn, damit er alle zufriedenen Gäste haben wird? Es gibt ein Rieder Weißbier und wir haben ja ein Projekt gemacht, Wein trifft Bier, und schauen wir, was rauskommt. Was heißt Wein trifft Bier? Ja, wir haben vor einigen Jahren die Herren zu uns gekommen und wir haben da was in unserer Braugalerie probiert. Und wir wollten das Thema ein bisschen anders angehen. Wir haben ein Bier mit Weinhefe vergoren und ja, das glaube ich funktioniert ganz gut. Als Kenner der Gastronomie, wie gefällt Ihnen das Lokal? Perfekt, super, stylisch, Top-Lokal bei einer Top-Veranstaltung. Herr Bürgermeister, wie geht es Ihnen mit dem schönsten Lokal im Innviertel und auch wahrscheinlich in Oberösterreich? Ja, natürlich bin ich sehr stolz, was der Pumberger Christian da jetzt in Mainbach hergestellt hat. Ich kann mich noch zurückerinnern an die Anfänge, wie er mit dem Thema Wein umgegangen ist, wie er das erste Mal erzählt hat. Das hat ein bisschen gebraucht, auch bei mir, dass das gesessen ist und auch, dass das bei der Bevölkerung. Mittlerweile sieht man da jetzt schon einiges oder vieles mit seinen vielen Weinstauden auch und die guten Weinprodukte, die er herbringt auf dem Markt und auch in der Gemeinde anbietet. Die Krönung ist natürlich jetzt dieses tolle, schöne Restaurant, das wirklich herzeigbar ist und ein Vorzeigeprojekt für die ganze Region ist. Und ich bin echt stolz für die Gemeinde Mernbach als Bürgermeister. Wie stellt sich die Gemeinde ein, wenn so ein tolles Lokal hier eröffnet wird? Ja, die Gemeinde ist natürlich auch bemüht, dass man einen gewissen Beitrag leistet zu einem schönen, tollen Lokal und zu einem schönen Firmengebäude. Und ich kann heute präsentieren, ein Geschenk, das kann man zwar nicht angreifen. Wir haben heute Gemeinderatssitzung gehabt und in dieser Gemeinderatssitzung ist einstimmig beschlossen worden, Weinstraße direkt angrenzend an das Firmengebäude, wo die ganzen Firmen der Firma Pumberger auch inkludiert sind. Und das ist, glaube ich, schon ein schönes Geschenk, was wir übermitteln können heute. Eine bestens geplante Küche bietet alle Möglichkeiten. Und Chefkoch Christian Augustin freut sich über die neue Herausforderung. Worauf können sich die zukünftigen Gäste freuen hier in Mernbach?
auf eine moderne Inviertler Küche mit hochwertigen Produkten von der Region, aber doch auch ein bisschen was Modernes und Internationales wie Jakobsmuscheln, Flanksteak, T-Bone Steak, alles haben wir auf. Wir haben das mehr oder weniger, ja. Wir werden eine wöchentliche Karten haben, wir werden Menüs anbieten, 4 Gänge, 5 Gänge. Und wir werden sie spezialisieren auf Hochzeiten, Weihnachtsfeiern, Firmenfeiern. Genau, das wird unser großes Ding. Lukulische Wünsche, Sonderwünsche werden gerne erfüllt. Genau, wir werden mehr oder weniger auf die Gäste eingehen, was sie wollen, überhaupt bei den Menüs. Wir baten auch Christians Gattin Helene Pumberger vor unser Mikro. Helene, in heutigen Ansprachen wurde Mama gesagt, der Gatte wäre doch etwas schnell unterwegs. Stimmt das eigentlich? Ja, da haben sie wirklich recht gehabt. Ja. Es ist nicht so ohne mit ihm. Immer neue Projekte. Ja. Aber fahren wird es auch nicht. Gell? Es zeigt sich, dass das gute Ideen sind. Auf jeden Fall. Bisher waren sie sehr erfolgreich. Also dann hoffen wir jetzt das Beste. Ist er zu Hause auch so erfinderisch? Ja, also würde ich schon sagen. Also ja, beruflich wie privat, ja. Aber Kinder lieben auch? Sehr, sehr. Tut alles für die Kinder, ja. Also wenn er heimkommt, dann haben zuerst einmal die Kinder im Vordergrund. Und gegessen wird dann um 9 oder 10 Uhr auf Nacht, so ist das. Wird es jetzt ruhiger werden? Nein, sicher nicht. Das neue Projekt oder so kommt sicher. Welches neue Projekt? Ich weiß, ich fällt sicher wieder was ein. Nach der Segnung wurde das Spitzenlokal seiner Bestimmung übergeben. Eine großzügige Spende sammelten die neuen Eigentümer schon im Vorfeld von den beauftragten Firmen ein. Auch am Eröffnungsabend wurde weiter gespendet und so konnte ein Scheck über 10.000 Euro an WKO-Riedleiter Magister Christoph Wiesner für das Sozialprojekt Geschäftl in Ried übergeben werden. Christoph Wiesner, Mermbach hat ein Lokal eröffnet und das Geschäftl in Ried profitiert davon. Ja, es gibt nichts Besseres für uns im Geschäftl in Ried, der Sozialmarkt in Ried. Wir versorgen ungefähr 250 Personen in der Region, die einfach nicht so glücklich sein können oder nicht so viel Glück gehabt haben in ihrem Leben, die nicht so viel verdienen. Und jetzt die kommenden Zeiten, der kommende Winter bereitet denen viel Sorgen und das ist sehr, sehr gut für uns, wenn wir da unterstützt werden. Wir können denen Weihnachten ein gutes Geschenk geben, indem sie mehr Lebensmittel einkaufen können, Mehl, Öl, Obst, Gemüse. Und ja, das ist fein, dass es eine neue Gastronomie gibt. Ein tolles Eröffnungsfeuerwerk war ein Zeichen für das gute Gelingen. Noch ist nicht alles Geplante fertiggestellt. So kommen noch ein 4D-Kino und eine Event-Location dazu. Das Christians ist Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 0 Uhr geöffnet. Reservierungen sind möglich unter office@weinwerk-christian.at, auf order4you.at oder unter Telefon 0676 508 71 22.